So, und herzlich willkommen zu GartenTV. Das ist jetzt der Balkongartenplanung 2015. Gestern entworfen und ja, ich stelle euch mal das vor, was man jetzt hier sehen kann. Sind nur einzelne Buchstaben, der Anfangsbuchstaben der Pflanzen, die ST, Stangenbohne, G für Gurke oder P für Paprika. Sind auch noch weitere vorhanden. Der schwarze Umkreis ist der Balkon. Da ist unsere Balkontür. Hier ist dann unser Balkongeländer. Hier verläuft dann ja, erstmal ein kleiner Weg und dann eine kleine Nebenstraße. So. Das sind dann die Kästen hier. Da ist eine Erdbeere und da könnt ihr euch selbst was aussuchen, was ich da pflanze. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, was ich pflanzen sollte. Das, was dann am meisten gewählt wird, wird dann genommen. So, hier sind dann die Namen der ganzen Pflanzen. Oh, den habe ich vergessen. Heißt Erdbeere, G Gurke, ST Stangenbohne, T Tomate, P Paprika, ZW Zwiebeln, PE Petersilie, RA Radieschen und Salat. Salat oder Kopfsalat. So, das wird alles in Mischkulturen angepflanzt. Das heißt, die Gurke, Stangenbohnen und der Salat in einem Kasten als Mischkultur. Und die Tomate, Paprika, die wachsen ja als Stiel nach oben. Das heißt, unten der ganze Kasten ist dann leer. Da pflanze ich dann Zwiebeln, Petersilie und Radieschen. So. Und wenn vielleicht dann die Radieschen weg sind, kommt vielleicht was anderes hin. Das werdet ihr dann in meinen anderen Videos dann sehen. Wahrscheinlich wird dann da meine Stimme auch nicht mehr so gut sein, weil ich dann was eine Spange habe, die ja das Sprechen etwas behindert. Gut. Also, das war's jetzt auch erstmal wieder von heute, von GartenTV. Ich wünsche Ihnen noch heute einen schönen Tag und ja, und tschüss.